Blended Learning kann man ja vom Namen schon mal ableiten. Blended Whisky kennen wir alle, das ist die Mischung von verschiedenen Whisky-Sorten. Also Blended Learning ist auch nichts anderes als die Mischung von verschiedenen Sorten der Wissensvermittlung in der Lehre. Und das kann ich am besten dadurch darstellen, dass ich mal so einen Vergleich mache. Und zwar, als ich seinerzeit in den 80er Jahren in Aachen studiert habe und in die Mensa reingegangen bin, da gab es Schnitzel mit Fritten. Fertig. Ein Essen für alle. Und das muss gut sein. Wenn unsere Studierenden heute in die Mensa reingeben, dann gibt es vegetarisch und es gibt vegan und es gibt Spanisch und sonstige Angelegenheiten. Und da nimmt sich jeder das, was er mag. Und das müssen wir jetzt auf die Lehre übertragen. Und das heißt beim Blended Learning, innerhalb des Blended Learning kriegt jeder unserer Studierenden im Prinzip diese Wissensnahrung, die er oder sie persönlich haben möchte und am besten zu dem jeweiligen Stil passt, um Wissen zu generieren, Kompetenz aufzubauen. Das heißt, wir gehen weg von dieser Situation One Size Fits All und gehen auf eine studierendenzentrierte Vermittlung des Wissens hin. Ich persönlich glaube in erster Instanz mal mehr für die Dozierenden als für die Studierenden. Denn zum Beispiel in meiner Person, wenn sie jenseits der 50 sind, dann sind sie kein Digital Native, sie sind nicht groß geworden mit der Technik. Und das bedeutet, dass im Regelfall eigentlich alle die Dozierenden, Männer und Frauen in der Hochschulausbildung, erstmal selber damit sich auseinandersetzen müssen, zu sagen, welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es. Man muss damit spielen, man muss es entsprechend ausprobieren. Und dann muss man das nehmen, was man passt. Ja? Also dieses Jackett passt zu mir, das habe ich mir ausgesucht, darin fühle ich mich wohl. Wenn Sie mir jetzt einen Bayern-Jankel anziehen würden, dann würde ich sagen, das ist nicht mein Ding, nicht mein Stil. Und das übertragen im Prinzip auch auf die Lehre. Da muss jeder Dozierende das Verfahren, die Methode und den Ansatz finden, der bestmöglich zu ihm persönlich passt und über den man dann diese Situation der Digitalisierung transportieren kann.